Ja, vielen Dank. Das ist ja eine beeindruckende Kulisse hier. In Sachsen kommt es zu solchen Ansammlungen nur, wenn etwas angezündet wird. Sehr begeistert. Ich möchte einen Text vortragen, in dem es um erschreckend wenig geht. Mit anderen Worten, es geht um meine Haare. Und dieser Text heißt Metapher. One, two, one, two, three, four. So stand ich vor dem Spiegel und zählte meine Haare. Da kamen plötzlich meine Eltern ins Zimmer. Du magst doch Harry Potter, oder? Fragte meine Mutter. Mama, das ist mega peinlich. Peinlich, peinlich, sagte meine andere Mutter. Ich erzähl dir mal, was peinlich ist. Also meine Eltern sind lesbisch. Da waren wir im Urlaub in Georgien und hatten uns schon ins Bett gelegt, waren aber beide noch wach und ich hatte große Sorgen, das heißt, ich musste aufs Klo. Und jetzt war die Toilette aber nur mit einer Pappwand abgetrennt. Man hätte alles gehört und das Papier konnte man nicht runterspülen, sondern musste es sammeln und dann irgendwie entsorgen. Also habe ich gesagt, dass ich nochmal frische Luft schnappen gehe, was in dem Zusammenhang fast makaber ist, und bin raus auf den Hotelgang und habe nach freien Zimmern gesucht. Ich wollte sozusagen ein krummes Ding drehen, um ein krummes Ding loszuwerden. Irgendwann habe ich dann ein freies Zimmer gefunden, dachte ich. Ich war schon fast fertig, als in der Badezimmertür plötzlich ein verdutzter, dicker, russischer Mann stand und mich anbrüllte. Und dann haben wir festgestellt, dass ich vergessen hatte, dass man das Papier nicht in die Toilette werfen darf. Das musste ich dann wieder rausholen. Ein Griff ins Klo. Das war peinlich. Danke für diese schöne Geschichte, Mama. Fresse, ey, ich habe dir jetzt schon 100 Mal gesagt, dass du mich nicht Mama nennen sollst. Das kannst du beim Poetry Slam machen, wenn du deine Biografie interessanter machen willst. Aber hier zu Hause bin ich immer noch dein Vater. Ich bin ein Mann, wir sind nicht lesbisch. Und ich bin keine Transfrau, sagte meine Mutter. Zurück zum Thema, du könntest mal wieder zum Friseur gehen und ihm zeigen, warum du nicht mehr kommst. Seitdem ich mit 19 fast alle Haare auf dem Kopf verloren hatte, bemühten sich meine Eltern, mich darüber hinwegzutrösten, indem sie sich darüber lustig machten. Dazu hatten sie ein Spiel erfunden, bei dem es darum ging, einen möglichst treffenden Vergleich zu finden für meinen Haarausfall. Oder wie meine Mutter sagte, den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Das Spiel hieß Metapher. Schau mal, sagte mein Vater zum Beispiel, dein Kopf ist wie ein riesiger, wunderschöner Konzertsaal. Früher gab es viele tolle Konzerte, aber in letzter Zeit sind immer mehr ausgefallen. Nicht schlecht, sagte meine Mutter, aber ich finde, es ist eher wie Gartenarbeit. Da hat jemand mal sehr ordentlich deinen Rasen gemäht. Aber irgendwann hatte er keine Lust mehr. Und da hat er dann die einzelnen Halme einfach in Büscheln rausgerissen und dann die kahlen Stellen zubetoniert. So konnte das stundenlang gehen. Meine Eltern gaben sich gegenseitig Punkte für ihre Vergleiche. Der Gewinner bekam ein Hanuta. Also, du magst doch Harry Potter, sagte meine Mutter. Da gibt es doch im ersten Band diesen Lehrer, der immer den Turban trägt, genauso wie du immer deine Kappe trägst. Und darunter hat dieser Lehrer aber nicht seine Haare, sondern Voldemort, rief mein Vater. Psst, rief meine Mutter. Der Hund schläft schon. Also, da sind nicht seine Haare drunter, sondern Voldemort. Und bei dir ist es so ähnlich, nur dass bei dir gar nichts drunter ist. Ich begann zu weinen. Ach du lieber Himmel, sagte mein Vater, du brauchst doch nicht weinen wegen Voldemort, der ist doch nur im Buch. Schau mich mal an. Na komm. Das ist wirklich verblüffend, ne? Da merkt man wirklich, dass du mein Sohn bist. Du siehst genauso aus wie ich, als ich 80 Jahre sein werde. Ich weinte weiter. Mein Vater versuchte mir Mut zu machen. Im Prinzip ist dein Kopf wie Ostdeutschland. Da gibt es einerseits Ballungsgebiete und andererseits völlig verödete Landstriche. Das an deiner linken Kopfseite, da ist Leipzig und auf der anderen Seite Dresden. Da zieht es die jungen Leute hin. Und hinten, da ist Berlin. Guck doch mal, wie viele Leute in Berlin leben. Ja, und oben, das ist Chemnitz. Eigentlich eine schöne Stadt, aber eben viel Leerstand. Naja, sagte ich, besser Leerstand auf dem Kopf als innen drin. Richtig, sagte meine Mutter, das wären dann die anderen Regionen in Sachsen, zum Beispiel Freital, Heidenau oder Bautzen. Apropos brauner Sumpf, sagte mein Vater, ich muss mal auf Toilette. Ja. Erste Runde, zweiter Starter. Ihr Applaus für David Weber.